Okay, jetzt machen wir weiter mit Demon World Dawn. Jetzt wollen wir mal sehen, was denn hier los ist, nachdem wir die Kiste geholt haben. Boah. Natürlich werden wir immer, wie immer, erst nochmal angegriffen. Die stehen so weit auseinander. Egal. Das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Mal Breath of the Togemon. Jeps, jetzt haben wir's. Und ne, Touch of Evil jetzt übertrieben, Sonic Voice. Damit das Spirit ein bisschen runtergeht. Boah, ich will so gerne mal Metal Star ausprobieren. Ach komm, einmal mache ich es auch ins total. Ne, komm später mal. Ich muss es zurück. Ich will es mir so gerne ausprobieren. Ja, das sieht doch gut aus. Und Smallbreath. Komm, mach nochmal Volltreffer mit Tiny Bomb. Yay! Na, fast. Bekomme noch ein Eisblast in die Fresse rein, dann hat sich das. Super. Okay, ab hier hin. Mist, wir hatten dich, aber dann hast du Verstärkung mitgebracht. Das ist nicht fair. Gau, was nun? Meine Digimon sind schon ziemlich schwach und wir haben fast keine Items mehr. Ach, stimmt, aber wir können Spinomon nicht fliehen lassen. Haha. Wenn ihr was von dem Moll. Wenn ihr was von dem Moll, müsst ihr schlauer kämpfen. Fugamon oder Drop. AJ, gutes Timing. Wir brauchen deine Hilfe. Okay, dann müssen wir doch noch gegen Spinomon kämpfen. Wer bist du? Du willst auch was von mir? Feisty. Oh, ich weiß gerade nicht, was Feisty ist, von wegen Schwächling und bestimmt was. Fugamon, schnappt sie euch. One piece of me. Ich frag mich gerade, ihr wollt ein Stück von mir, ist irgendwie ein bisschen beknackt übersetzt, oder? Toll, Metal Star kann ich nicht essen, weil sie es genauso platziert haben, dass es nicht trifft, ey. Das war jetzt sowas von gekloppt. So, ich habe aber hier Middle Attack, das trifft die wenigstens. Mal sehen, wie viel jetzt macht. Es geht. Ah, Shadow Claw, mal. Geh ich mal auf das Fugamon los, das hat schon ein bisschen weniger. Das war so gekloppt, ey. Ja, Volltreffer. Jetzt mal sehen, wie viel die machen. Heavy Tackle. Er ist zu verkraften. Das kann man auch verkraften, auch wenn er zweimal zuschlägt. So, wieder Middle Attack. Ist der andere da wenigstens auch noch ein bisschen was abbekommt. So. Einfach zwei Federschuss draufknallen, falls der andere es einmal abwehrt. Ich habe da so eine Erfahrung. Super, jetzt habe ich schon mal einen weg. Und Shadow Claw. Das paralysieren würde oder vergiften. Ja, geht doch. So, jetzt muss gleich bestimmt eh schon tot ist. Super. Super, das war doch eigentlich recht easy. Super, alle ein Level up, dann sind sie auch gleich wieder geheilt. Das ist super. So, ich hab auch noch was Neues gelernt. So, die disappieren einfach. Oh, ich hab dich unterschätzt. Du hast echt nur ein großes Mundwerk wie die anderen zwei. Was soll das bitte schön heißen? Hm, seht ihr nicht? Ihr zwei wart keine Herausforderung für mich. Wie bitte? In diesem Fall werde ich dich fertig machen. Aber unter diesen Umständen denke ich, dass ich das nicht schaffen werde. Tut mir leid, AJ. Du musst das schaffen. AJ, du verlierst besser nicht. Wenn du mir nicht eine neue. Ansonsten, wenn du verlierst, musst du mir eine neue Farbeinheit kaufen. Ja, und ich will eine Custom One, selbstgemachte. Ja, das hätte ein
Vergrößeres Territorium-Board und ein BGM-Board. Das wird teuer, Kinder. So viel Geld habe ich nicht. Spinoman, du wirst das bereuen. AJ ist keiner von diesen typischen Tamern. Das stimmt, du hast keine Chance gegen AJ. You should just surrender now. Was hast du nicht zum Zingelt? Was habt ihr gesagt? In diesem Fall sollte man Beweis zeigen. Ja, Spinoman kann so viel brüllen, wie du willst. Oh, Spinoman sieht auch extrem geil aus. Das nimmt das zwei Felder ein? Ich weiß das gerade, ich muss mal gleich ausprobieren. Doch, müsste eigentlich drei Felder einnehmen. Ja, das sind drei Felder ein, super. Das macht jetzt nicht so viel Schaden. So, einmal austesten, wie viel einmal Metal Attack macht. Sagen wir, es waren 300, 400, sagen wir jetzt mal grob geschätzt. Ja, Metal Star, ja, kann ich noch, ich will es trotzdem einmal ausprobieren. Boah, sieht geil aus. Ja, 58, ja, das ist doof. AT-Change, ja, das ist immer ein Vorteil. So, jetzt gucken wir, wie viel Fire Breath noch. Ich glaube, nicht so viel. Ja, es ist auch ein Drachen-Digimon. Das bringt nicht so viel. Auch wenn das jetzt das Feuer runtergegangen ist, könnte ich so weitermachen, bis es wirklich effektiv wäre. Aber das dauert mir ja zu lange. Da setze ich wirklich lieber Mittelattack ein. Ja, du... Und wenn Raven öfters mal crittet, ist das super. So Little Blizzard macht das ein bisschen mehr. Aber bei Touch of Evil mache ich lieber... Ah, kann ich mich jetzt entscheiden, ob ich jetzt mit Touch of Evil oder... Am besten immer abwechseln, ab und zu ein bisschen Speed gesenkt. Und dann mit Touch of Evil noch die Chance, dass es paralysiert oder vergiftet wird. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. So, Middle Attack. Ja, super, ein Crit noch dabei. Das schaut doch bis jetzt richtig gut aus. Wir haben fast schon die Hälfte down. Ja, komm, Crit nochmal. Ja, super. Ja, so gut wie die Hälfte. Ja, paralysiert kann es werden, richtig. Giga Breath. Ja, ist auch okay. Metal Attack. Ja, super. Ja, geht auch noch. Ich finde es verwunderlich, dass mir die irgendwie Angriffe nicht so viel ausmachen. Irgendwie mein Team kann ja voll viel einstecken, austeilen, das ist immer so, wie boah, es geht. So, nochmal Federschuss. Aber Raven hast du mal wirklich. Er ist extrem schnell. Angriff wird zwar nicht so gut, aber er landet viel öfter Crits als die anderen beiden. Naja, das widerlegt sich irgendwie gerade ein bisschen. Aber ich glaube, bei Spinomon ist es nicht so schwer, Crits hinzulegen. Es ist ein recht schwerfälliges Digimon, wie man vielleicht sehen kann. Okay, so schwerfällig nicht, aber ich denke mal, die Spikes auf seinem Rücken machen es ein wenig langsamer, als wenn es ohne wäre, weil es hat schon recht grazilen Körperbau. Also grazil ist auch übertrieben, aber wendig, sage ich jetzt mal. So, mal sehen. Ich glaube, die Mittel-Tag überlebt es noch, oder? Ja, aber ich glaube, jetzt nochmal so ein Ice Little Blizzard, dann müsste es eigentlich down sein. Yo, easy win. Super. Das war doch wirklich easy. Oh, das ist so viel. Hast du genug? Device. Oh, scheiße, was ist mit Device? Du musst irgendwas haben, das das mysteriöse Virus verteilt hat. Hast du es nicht? Mysteriöses Virus? Was ist das? Redet über dieses Ding, das Varusidromon, fragt nach diesem Ding, was ich für... Meint ihr das Ding, wonach Sidramon gefragt hat, dass ich für ihn machen soll? Nehmt das, wenn ihr wollt. MD-Word. Yay, boy. Ich weiß nicht, wofür ihr es benutzen werdet. Wer weiß schon, was die Union denkt. Mist, ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Ich gehe zurück und werde trainieren. Er macht das, Spinoman. Du hast es geschafft, AJ. Guter Job. AJ, du hast so cool ausgesehen.
Ich war cooler, stimmt's? Verlieb dich nicht in mich. Stopp, hör auf rumzualbern und lass uns Chief Clay informieren. Ja, gleich zurück hier. Ab nach Huhus. Und ich hoffe mal, dass niemand gerade das Motorrad im Hintergrund hört. Ich muss einfach mal Fenster aufmachen. Da, 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 da. Da. Mit dem MD World können wir auch in die nächste Zone reingehen. Erde 3 hat einen guten Job geleistet. Da es uns möglich war, die MD World zu bekommen, sind wir in der Lage, die Shine S Area wiederherzustellen. Ihr habt hart gearbeitet. Aber wir haben keinen einzigen Hinweis zu einem Feind erhalten. Scheiße. Es war derjenige, der Varus Hydramon beauftragt, den Varus Hydramon beauftragt war. Nee. Der von Speedomon beauftragt war, das Ding herzustellen, Varus Hydramon war. Aber wer hat Varus Hydramon gefragt, das MD-Word zu kreieren? Das ist immer noch ein Mysterium. Also es geht darum. Varus Hydramon hat jetzt der Spielnummer beauftragt, dieses MD-Word zu machen, aber keiner weiß, wer jetzt Varus Hydramon dazu beauftragt hat, das in Auftrag zu geben. So jetzt die grobe Übersetzung. Stimmt, aber wenn wir weiter forschen, bin ich mir sicher, dass wir herausfinden, wer der Feind ist. Keep up the good work, ja. Arbeitet weiter so. Das Mist. Wegtreten, also bestimmt. Oh, ich habe fast vergessen. Vergesst nicht, eure Belohnung am Scheinrezept abzuholen. Klar doch. Roger. Verstanden. So, noch was Spezielles zu mir? Nö, dann kann ich auch abdüsen. Da, 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 da. Meine Belohnung will ich gleich abholen. Ich will erstmal jetzt da zu der neuen Area gehen. Ich gehe mal lieber über mein Home, da kann ich mich auch mal gleich nochmal schnell heilen. Folgen wir jetzt auch schnell nach der Shine S Area. Ist hier im Strand. Alomon. Ach, das ist noch Farmwurz. Ja, ich brauche jetzt nicht so viel Farmwurz. Olmon, du warst auch für Farmwurz zuständig, oder? Ja. Ach, hier ist es Aurumon, stimmt. Das heißt dann bei uns Olmon. Nee, solche Teams brauche ich nicht, davon habe ich genug. Taumann. Ja, Equipment, das brauchen wir. Brauchen was für die jemand ab Level 30 hier. Excalibur, Holy habe ich. Level 20, Stormmaker, Dragonshin. Sandwichwing. Liebkor, Hilfe. Das ist eine Sniperin. Werde ich mir nicht holen, oder? Crit-Ring, Dash-Ring. Damage-Ring, Bit-Ring. Ja, den brauche ich. Mehr Bits kriegen. Ich bin überlegen. Und ein XP-Ring. Ich kann mir davon eigentlich ein paar Stück kaufen. Ich kaufe mal 4 Ring, 3 Stück. Weil wir können, die können ja mehrere und ein paar XP-Ring. 3 Stück. Nein, ich will ihn kaufen. Kann ich das nämlich den unteren 3 nämlich geben? Habe ich jetzt drei gekauft? Hoffe ich mal. So, und dann will ich mir jetzt noch Sniper, Increased Rate of Hitting Enemy, das an sich das überhaupt trifft. Ich will jetzt aber Crit Ring haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon einen habe, wenn nicht, habe ich jetzt Pech gehabt. So. Digimon ausrüsten, so. Die hätte ich doch bestimmt schon was gegeben. Ja, hat schon Crit Ring, ja, scheiße. Egal, falls da einer mal verloren geht. Equip, du hast schon ein XP Ring. Dann kriegst du noch ein. Und du kriegst noch ein Liebeträger, hab ich jetzt mal sehen. Da oben mehr weh. Ja, davon hab ich 3 gekauft, super.
kriegen die anderen drei auch nochmal Bittringe. Boah, das gibt Money in der Farbe, du. Bittring. Und Togemon noch ein Bittring. Jetzt. Zu viele Items. Habe ich das gerade auch vergessen, dir noch ein Experience zu geben? Mann, bin ich doof. Einen noch. Waren das alle Experience? Ja, so, jetzt noch ein Bittring. Gut. Jetzt haben wir das. Hier nochmal kurz gucken. Stormmaker Level 20. Ja, das ist jetzt wirklich klassenspezifisch. Ist das alles noch 20. So, den Rest brauche ich hier nicht. Hier ist noch ein Wurmmonster, aber Drama, was sagen die mir eigentlich hier? Ja. Die labern auch nur Sachen. Der ist Magne angemacht. Boah, ich töte dich. Ich hasse es. Was machst du hier? Ah, stimmt. Hier geht es um Scherzwettbewerb. Man weiß nicht, was er machen soll. Und fragt er mich. Let's go. Grab, grab, man. Nee, der war nicht gut. Ja, das sind jetzt drei, die man hier so im Scherzwettbewerb mitmachen. Da können wir jetzt nicht machen. Die machen alle schlechte Witze, finde ich. Ich könnte eigentlich demnächst auch wieder Thema rang machen. Und mein Telefon klingelt gerade. Ich möchte mich mit den Schulden. So. Jetzt geht's wieder weiter. So, was ich gerade über Thema rang. Ich glaube, da könnte ich jetzt auch mal bald aufsteigen. Mache ich vielleicht im nächsten Part. Aber erstmal hole ich mir meine Belohnung ab. Belohnung, 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 Belohnung. Was gibt's denn Schönes? Waffen des Chamberpoint. Silverblade. Ja, okay. Geht so. Ich glaube, genug Thema-Punkte müsste ich eigentlich haben. Thema-Info. 1690. Ja, das müsste eigentlich reichen. Okay, naja. Werden wir dann sehen, was ich im nächsten Part mache. Aber hier werde ich jetzt erstmal einen Cut setzen. Dann sage ich, bis denn dann.